Ich finde das so geil, dass das so eine riesige freie Fläche mitten in der Stadt ist. Und man kann so weit gucken. Man kann in der Stadt ja nie weit gucken. Du guckst ja immer nur bis zum nächsten Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Und man hat hier so einen weiten Blick. Ne? Ist gut. Das, ja, ist gut für den Kopf. Ja, tut gut. Mal den Kopf frei kriegen. Ja, genau. Na, ich habe einfach nur gedacht, das ist ja netter als ein Hotelzimmer wie die ganzen anderen Einfallspinsel. Und du meintest, nee, Hotelzimmer ist scheiße. Ja, ist es ja auch. Dabei hatte ich das gedacht, dass wir uns. Boah, guck mal! Ja! Warum machen wir nie was Cooles? Warum tragen wir. Das musst du die vom ZDF fragen. Eine Decke und einen Drachen und alle anderen fahren mit coolem Zeug hier rum. Guck mal! Darf die Katrin mal fahren? Die Frau vom Fernsehen wird gerne mal auf deinem Roller fahren. Ginge das wohl? Bitte? Super! Guck mal, ich mach dir das mit. Ist das schwierig? Nein. Echt? Ja. Darf ich das mal ausprobieren? Ja. Meinst du, das ist gut, wenn ich das ohne Helm mache? Naja, wir checken das. Du bist alt genug. Mal. Ja, ich halte das fest. Kein Problem, Schatz. Ich bin alt genug, ja. Danke. Was? Mit Fährten? Da gebe ich Gas. Mhm. Okay. Und das sind die Bremsen. Ja. Alles kapiert. Ist das auch deins oder ist das geliehen? Geliehen. Cool. Ist ja cool. Okay. Juhu. Tschüss. Ciao. Ah, ist ja super. Herzlich willkommen zu meiner neuen Sendung. Katrin Bauerfein mit Joko Winterscheid. Oder wie heißt die Sendung? 28:30? Die Bremsen gehen aber schlecht. Super. Ich danke dir. Ja. Schön vorsichtig fahren, ne? Ja. Tschüss. Ciao, Le. Geil. Danke, sehr dass gerne. Du das organisiert hast. Ja, das ist ein leichtes für mich. Ich bin ein Menschenfreund. Das geht mir relativ leicht von der Hand. Ja, Leute, ja, ja. Du bist ein Menschenfreund, ne? Ja. Ich umarme die Leute auch immer. Ja, du umarmst, die kennst du alle gar nicht. Und, so. Und am Ende umarmst du sowieso alle. Was ist das bei dir? Warum? Weiß ich nicht. Ich bin einfach so ein herzlicher Typ. Mir ist das wichtig. Vielleicht habe ich selber immer zu wenig Liebe bekommen. Oder. Glaubst du? Ich weiß es nicht, woher das kommt. Man muss vielleicht kurz erklären, ich habe gerade eben aus einer Übersprungshandlung das ganze Team, was ich vorher noch nie gesehen habe, möchte ich an der Stelle einfach mal behaupten, einfach mal umarmt. So, und das ist tatsächlich, ich mache das immer eigentlich bei der Verabschiedung, aber heute habe ich es auch bei der Begrüßung gemacht, aber dann hatte ich halt mit einem angefangen und dann wollte ich nicht unhöflich den anderen gegenüber sein. Dann wirkt es so, als wenn ich diese eine Person so hervorhebe. Für mich klingt das, als hättest du Stress. Das klingt nach Stress. Findest du? Ja, und dann hast du einen umarmt, dann musst du alle umarmen, so, da ist ja, weißt du? Da ist ja ach so, Alarm du, im Kopf. Ach so, du meintest, das ist Stress, die Leute immer zu umarmen. Oder ja, das und ist, oder Stress, weil dann hast du einen umarmt, dann fühlst du dich in der Pflicht, den anderen auch zu umarmen. Dann musst du alle umarmen. Das klingt für mich ein bisschen stressig. Eine emotionale Verpflichtung, die man da eingeht natürlich auch. Ne? Man ist ja in dem Moment, wo man jemanden umarmt, übernimmt man ja auch so ein Stück weit die Verantwortung in dem Moment, wo man ihn umarmt. Weil wofür? Für das Gefühl, was man ihm gibt. Warum möchtest du anderen Menschen ein gutes Gefühl geben? Ja. Möchtest du, dass sie dich mögen? Ja. Bist du so liebesbedürftig? Dass ja, ich glaube okay. Ich glaube, ganz wenn man jetzt mal hier so Hobbypsychologe wäre, dann würde ich sagen, bin ich. Vielleicht ist das so, ja. Okay, du hast ja auch eine Persönlichkeitsstörung, hast du gesagt. Man geht nicht ins Fernsehen, wenn man keine Persönlichkeitsstörung hat. Also hab ich gesagt? Ja, hast du gesagt. Das ist wahrscheinlich wieder eins von diesen Zitaten, was Klaas geschrieben hat. Und, was, und du hast als deins ausgegeben. Ja. Das ist, manchmal ist das ja, dann so, guck mal, wie du da jetzt eine Antwort drauf manchmal ist das ja so, dass man dann so eine E-Mail bekommt, könnt ihr noch was da und dazu sagen? Und dann ist es immer so, dass man sich dann abspricht, hast du Zeit? Ja, habe ich. Gut, dann schreib mal was. Und dann weiß ich gar nicht, was da steht. Das heißt, eure Interviews, wenn ihr beide ein Interview gegeben habt, hat eigentlich immer nur einer gegeben? Wir gehen immer nur einzeln dahin und spielen dann die Charaktere durch. Nee, okay. Das ist nicht so. Aber manchmal ist es ja, ich glaube tatsächlich, das hört sich eher nach Klaas an, das hört sich nicht nach mir an. Weil der Klaas hat die Persönlichkeitsstörung. Ja, gut. Nee, nein, klar. Ist ja schon ein bisschen so, ich kann nachvollziehen, was damit gemeint ist, aber ich habe es bestimmt nicht gesagt. Oder vielleicht habe ich es doch gesagt, ich weiß es nicht. Aber es ist ja schon so. Man sagt ja auch ganz schön viel, wenn man so viel gefragt wird, eben auch. Ja. Oder? Kann doch mal so einen Satz mit reinrutschen. Das manchmal auch ganz gut, dass man nachher nochmal drüber lesen darf, was man da so gesagt hat. Das ist jetzt hier schwierig. Hast du aber in dem Fall ja auch nicht gemacht, scheint mir. Da bin ich aber auch immer grob fahrlässig. Ja. Da bin ich nicht so detailliert. Also du hast keine Persönlichkeitsstörung. Du findest nicht, dass alle Menschen, die quasi in die Öffentlichkeit und vor eine Kamera treten, eine Persönlichkeitsstörung haben? Auf eine gewisse Art und Weise vielleicht schon. Aber ich würde die jetzt nicht so in den Vordergrund stellen wollen, dass ich die Persönlichkeitsstörung als Anlass dafür nehme, das zu machen. Ich glaube, das ist eher so, dass man irgendwas in sich trägt, was einem in diesem Moment hier nicht absurd scheinen lässt, dass drei Leute rückwärts laufen mit einer Kamera auf dem Buckel und da vorne einer mit Kopfhörern ist. Und ja, jetzt musst du hier gar nicht. Achso, ich dachte, du wolltest jetzt vorwärts laufen, weil du eine Extrawurst brauchst. aber jetzt bist du kurz aus deinem Harmoniemuster ausgebrochen. Ja. Krass. Nein, aber das,
Also, jetzt nehmen wir aber mal an, das wäre deine Persönlichkeitsstörung, dass du nämlich so, weißt du, die so Liebe brauchst. Kann das nicht sein? Aber braucht nicht jeder Liebe? Ja, aber die meisten stellen sich deshalb eben nicht vor eine Kamera, weißt du? Sondern bleiben schön mit dem Arsch auf der Couch. Aber das gibt dir ja keine Liebe. Das gibt dir ja eher die Aufmerksamkeit. Also die Kamera gibt mir ja keine Liebe zurück. Das ist ja eher, dass man so, wenn man so eine Form von, ohne dass ich jetzt ADHS oder so habe, aber das ist ja eher so, man kann das machen, worauf man Lust hat. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne in dem, was ich machen kann oder was ich mache, dass ich einfach wirklich nur das mache, worauf ich Bock habe. So, das ist ja der absolut größte Luxus, den man da hat. Das ist ja eher eine Freiheit, die man da besitzt, die ich unglaublich finde, dass man einfach, guck mal, ich rede jetzt, die filmen das und vielleicht interessiert es ja sogar jemanden. Das ist doch das Absurdeste auf der Welt. Ja, aber du musst schon zugeben, dass es vielleicht in gewisser Weise trotzdem was mit Liebe zu tun hat, weil du natürlich schon dadurch bekommst du Anerkennung. Anerkennung ist gut für Selbstwertgefühl, wenn... aber ich bin total ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, ich bin zerfressen, aber ich bin zum Beispiel total unsicher. Hä? Glaub mal nicht. Ja, einfach so was Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen angeht, ist da nicht so viel, wie man wahrscheinlich denken würde. Das ist eher so eine... Da ist so ein... Da ist irgendwas vor, was man dann nicht so sieht, weil alle immer sagen, das glaube ich dir nicht. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich der mich als den derbsten Typen... Ich bin auch heute noch mega unsicher. Und mittlerweile ist man auch 8 Jahre beim Fernsehen, was jetzt in der Fernsehära auch nicht ewig ist so, aber ja schon auch ein bisschen. Ich kann immer noch nicht damit umgehen, wenn Leute mich ansprechen und sagen, sind Sie Joko Winterscheid? Dann weiß ich immer nicht, was ich sagen soll. Dann sag ich so, wenn ich ja sage, fühle ich mich wieder, denke ich mir so, die müssen da denken, wie großkotzig ist er denn? Ja, das bin ich. Und wenn ich nein sage, habe ich das Gefühl, ich lüge die an. Das kann ich auch nicht machen. Bist du schon an dem Punkt? Was, dass ich Erfolg voraussetze? Mhm. Nö. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass, also wenn man unsere Quoten sieht, würde ich auch sagen, das ist nicht das Erfolgreichste, was man machen kann. Ja, aber es geht ja nicht nur um Quote. Nee, das geht. Ne? Das stimmt. Nee, mir wird es aber auch nie so faktisch um... Mir wäre es immer wichtiger, glücklich und zufrieden zu sein. So Klischee und kitschig, mir sich das jetzt anhört. Aber wann bist du denn glücklich und zufrieden? Jetzt. Ich habe in den letzten 2 Wochen mich immer gefragt, wie geht's denn dir? So die klassische Frage, ne? Und ich habe das erste Mal in den letzten 14 Tagen so den Moment gehabt, wo ich wirklich sagen konnte, mir geht's richtig gut. Und das habe ich lange nicht... Das habe ich auch nicht getraut, nicht zu sagen, aber mir geht's wirklich richtig gut. Vielleicht braucht man mal auch ein bisschen das einfach zu akzeptieren, dass es einem so gut geht. Aber ich habe wirklich, ich bin so dankbar dafür, was ich alles habe. Ja, aber das setzt doch auch den Erfolg ein bisschen voraus, oder? Ja, klar. Weil du bist ja gerade sehr erfolgreich. Ja, aber das ist immer so, da dreht sich mir der Magen rum, wenn ich von mir selber sage, dass ich erfolgreich bin. Das wird sich, also gut, ich habe es ja jetzt gesagt. Du musst ja, aber das ist, ich müsste ja jetzt darauf eingehen und sagen, ja, das ist aber richtig. Aber was ist das, Koketterie? Oder ist nein, das, also, ist, aber bist das ist du genau da so diese, abergläubisch, nein, wenn man darüber redet? Nein, aber das ist genau diese Unsicherheit, die ich eben gemeint habe. Das ist eher so, dass nicht vorhandene wirkliche Selbstvertrauen, das ist so ein bisschen, dass man halt, weiß ich nicht, das ist mir unangenehm, über Erfolg zu reden. Das ist total absurd. Hör mal, das mit der Unsicherheit finde ich wirklich echt unglaublich. Ja, ich überlege auch die ganze Zeit, ob das so smart war, das in so einem Interview einfach mal so offen rauszuhauen. Das war das Döste, was du machen konntest, um ehrlich zu sein. Ist es dir unangenehm? Nein, du musst dich unbedingt gut fühlen. Ich will mal arm mit dich. Lass mich! Ich will das nicht mehr. Nein, das macht dich total menschlich und sympathisch. Ach, hör doch es auf. Geht uns doch allen so. Bla, bla, bla. Da waren sie wieder. Nein, aber weil du überhaupt nicht so wirkst. Wie machst du das denn dann? Also nehmen wir weiß an, nicht, wo bist du denn noch aufgeregt und nervös zum Beispiel? Jetzt. Ah, was? Manchmal bricht diese schwäbische Natur aus. Ach was! Das war wie bei Lorio. Ehrlich? Das mag ich gut leiden. Nein, aber ich bin natürlich aufgeregt, weil ich weiß ja nicht, was du fragst. Ich habe keine Ahnung, was da kommt. Man ist jetzt zwar schon auch in der Lage, einfach platitüdenmäßig alles rauszuhauen und zu hoffen, dass das am Ende gut zusammengeschnitten wird hier. Nee, das kannst du klicken. Ja, genau. aber nein, es ist... okay, scheiße. Jetzt wird's auf jeden Fall. Also, ich glaube, du kommst gut weg. Ja, die Redakteurin läuft hier hinter mit und ist jetzt nicht begeistert. Dann muss man nachher mal ein klärendes Gespräch führen. Ne? Ist einfach notwendig dann. Nein, es ist gar nicht, dass das in Aufgeregtheit oder so zumindest. Es ist eher so, dass man... Manchmal fragt man sich halt auch so wirklich, kann ich überhaupt, also das meine ich jetzt ganz ehrlich, so kann ich das, was ich da mache? Dieser Erwischtwerden-Faktor, ja. Was ist, wenn die irgendwann merken, dass ich gar nicht kann? Ja. Okay. Und das ist aber, glaube ich, auch so, je länger man das macht, desto mehr stellt man sich die Frage, weil man denkt so, das geht jetzt so lange gut, ne? Das muss doch irgendwann mal schief gehen. Okay. Oder aber eigentlich ist es ja genau umgekehrt, weil ich glaube, je länger du dabei bist, desto länger bleibst du auch dabei. Das ist meine Rechnung. Ich wollte gerade sagen, weiß nicht, ne? Es gibt solche und solche ja, Fälle. Ja, absolut.
Das, wahrscheinlich. Gibt's okay. Beides, aber nee, das ist eher so ein ist das gut, was ich da mache? Ich bin auch wahnsinnig selbstkritisch. Ich zerfresse mich nach einer Sendung, wenn ich... Nein, das glaube ich dir doch nicht. Also ich wollte schon ein bisschen neidisch werden, weil du so wirklich, als wärst du so befreit von all diesem Getue und Zweifel und weiß nicht. Aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Also das ist tatsächlich so, aber ich zerfresse mich dann eher an dem Punkt, dass ich dann halt unsicher, weil ich ärgere mich darüber, dass es nicht so gut war, wie ich es hätte gerne machen wollen. So, und das ist eher der Punkt. Und dann bin ich aber so angespannt, also wir hatten, heute ist Mittwoch, ja. Montag hatten wir Sendung und danach haben alle gesagt, so Winterscheid, jetzt halt einfach mal die Schnauze, das war nicht so schlimm. Guck's dir heute Abend an, es war nicht so schlimm. Und dann bin ich wirklich, dann kann mir auch keiner mehr was sagen, da kann ich nach Hause kommen und da ist aber schlechte Laune dann angesagt. Da gehe ich dann lieber nochmal eine Runde um den Block und atme tief durch, weil ich dann richtig schlechte Laune habe. Echt? Ja, das zerfrisst mich. Aber das ist dann eher auch aus dieser Unsicherheit heraus. Aber das ist genauso. Also ich mache mir um all das so, wer bin ich, wie wirke ich? Deswegen frage ich mich ehrlich, so, ist es smart in so einem Interview zu sagen, so, ich bin unsicher und habe für meine Begriffe, glaube ich zumindest, wenig Selbstvertrauen zu haben, da mache ich mir keinen Kopf drum. Es gibt, glaube ich, 1000 Leute, die würden sich eine halbe Stunde Gedanken machen, wie sie einen Satz formulieren. Ich quatsch gerade raus und wenn es zu spät ist, merke ich es dann leider auch zu spät. Aber ich würde auch nie... Bin ich auch nicht. Gibt es auch ganz viele, die sich halt wirklich explizit so vorbereiten auf Dinge. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein bisschen so, du hast da nicht mehr die Wahrnehmung dafür, dass das hier, das ist schön, wie ich das dirigiere, du hast nicht mehr die Wahrnehmung was dafür. Was ist das eigentlich her? Das denn? Hier, das ist von dem Drachen. Ist den kaputt gemacht? Nee. Ist das wie bei so einem Regenschirm, wo so Dinger drin sind oder was? Nee, da kannst du so hier die Stecken da reinmachen. Ne? Das sind auch, glaube ich, zwei Drachen, glaube ich, ne? Oder ist das einer? Zwei sind das. Ist noch mal so ein Gebäude. Das ist jetzt wirklich erbärmlich, wie wir beide hier versuchen, diesen Drachen in den Griff zu kriegen. Hast du das als Kind gemacht? Drachen steigen lassen, ja, sicher. Echt? Ja. Ich hatte immer so einen Gallen aus Plastik, wo ein Adler drauf gemalt wurde. Wir sind immer Drachen steigen gegangen und dann hat das immer nur mein Vater gemacht und ich fand es maximal langweilig. Ich find's total. Hier kommt das rein. Nee, da ist schon eins drin. Der ist kaputt. Schade, dann geht das jetzt nicht. halt ihn noch mal bitte kurz. Welcher ist das? Der mit der Schnur? Ja, mach aber mal. Aber das ist wirf ja auch komisch, ne? Das finde ich noch viel besser hier. Guck mal, der hat gar keine... Guck mal, ich kann das, ohne dass ich was mache. Es läuft. Das sieht wirklich erbärmlich aus. Warum hängt denn da dieses Ding da weg? Das kann doch nicht. Back der Ding ein, Kind. Oh. Ist ja gut, dass du den Arm so hältst. Ja, ich putze auch so Zähne und weiß jeden Abend nicht, warum ich das mache. Es ist wie putzt du Zähne? So. Ich habe über den Arm so weit oben. Hast du eine Elektrozahnbürste oder eine normale? Nee, eine normale. Du? Eine Elektrozahnbürste. Warum? Ja. Weil wollte ich immer haben. bei uns zu Hause gab es früher keine Elektrozahnbürste. Bei uns auch nicht. Es gibt so Sachen, die erfüllt man. So Träume, die man sich irgendwann erfüllt. Ne? Ich finde Elektrozahnbürsten voll blöd. Ja? Ja. Weil? Und ja, das nervt mich. Ich hatte mal so eins mit Ultraschall und es wummerte immer so im Kopf und ich fand das alles irgendwie... Und mein Zahnarzt sagt, so elektrische Zahnbürsten sind für Leute, die das manuell nicht können. Und ich kann das manuell. Weißt du? Ich gehe voll gerne mit dir da hinsteigen lassen. Das hier, du hältst fest, ich mach die Schuhe ab. Und wo du dich schon... Wie hält man den denn? So? Ja, so. Mach ich das super? Dann machst du so, dann kannst du mal ein bisschen ziehen und wieder hoch, ne? Ich war aber auch ein bisschen aufgeregt. Ja. Den holen wir das nachher. Das ist Nervenkitzel. Komm, wir gehen da hin. Er fliegt immer weiter. Nee, er bleibt. Guck mal, jetzt geht er runter. Zu Boden. Ja, weil man ja für so eine Sekunde denkt, vielleicht passiert ja auch mal was Krasses. Ich habe genau die richtigen Schuhe dafür an. Wozu haben wir die Decke eigentlich mit? Ich habe keine Ahnung. Möchtest du dich mal setzen? Nee, kein Bock. Will die auch nicht umsonst jetzt mitgetragen haben. Einmal kurz vielleicht. Du bist doch nur neidisch, weil meine Drachen geflogen sind und du die Decke... Der hatte noch nicht mal eine Schnur, der Drachen. Aber das ist so eine gute hier mit Alufolie ja, dran. Ja, das ist super. Da kriegt man keinen nassen Bobbes. So. Lass uns auf die silberne Seite setzen, dann sieht das cooler aus. Mach du das. Ist das dein Modebewusstsein? Ja, gut. Mir ist es wurscht. Conny, brauchst du die privat noch? Wir sehen halt echt besser aus auf Silber. Wenn der Joko das sagt, machen wir das so. Müde? Ja. Wieso das? Weil du einfach so viel zu tun hast, ne? Richtig. Du hast einfach so enorm. Ich schlafe sehr wenig im Moment. Ja. Warum? Du hast aber noch keine Schlafstörungen. Du musst dir noch keine Sorgen machen. Nee, ich schlafe eigentlich gut, aber ich habe letzte Nacht nicht so viel geschlafen. Ey, du bist nicht oft zu Hause, ne? Gerade. Nee. Aber das ist auch so, das hat sich so eingebaut.
Und, da kann ich mit leben. Wie fühlt sich das an, wenn man dann so selten zu Hause ist? Das fühlt sich total gut an, wenn wir wieder nach Hause kommen. Das mag ich wirklich. Nach Hause kommen liebe ich. Ey, darf ich das ansprechen? Du hast ja gesagt, deine Mama ist ganz früh gestorben und dein Vater hat sehr viel gearbeitet und der war ganz selten zu Hause. Hast du manchmal Angst, dass deine Tochter später vielleicht auch sagen würde, oh, der Papa, der war nie so oft zu Hause? Lustigerweise habe ich genau diese Phase gerade. Dass man schon irgendwie so ein Bewusstsein erfährt, dass man denkt so, ach, fuck, jetzt ist es schon wieder so spät, jetzt hast du es schon wieder heute nicht so richtig gesehen. Und genau darum mache ich mir tatsächlich gerade sehr viele Gedanken. Weil es wirklich blöd ist so. Und ich möchte das nicht genauso haben, wie ich das hatte. Weiß aber auch nicht, wie ich es ändern soll gerade. Also du siehst schon die Tendenz oder Parallelen zu deinem Vater. Und total. Ich habe teilweise so Sachen, wo ich mir denke so, oh Gott. Also wo ich meinen Vater wiedersehe. Ne? Wenn ich in der Badewanne liege und die Zeitung durchblätter am Wochenende, dann das Bild willst du denken. Ich dachte gerade auch. Denken Sie einfach nicht so nach. Du liest Zeitung in der Badewanne. Ja, das hat mein Vater immer gemacht. Das ist so eine Sache. Das ist 1:1. Und ich bade zum Beispiel mein Leben gerne und bade wirklich fast jeden Tag. Und das macht mein Vater auch. Das habe ich von meinem Vater. Das sind so Kleinigkeiten. Aber wirklich dieser Habitus zum Beispiel immer den hier. Das ist ganz schlimm. Und immer wenn ich den mache, denke ich mir, das kann doch nie wahr sein. So wolltest du doch nie werden. Und wann hat das angefangen? Das ist wirklich das Allerschlimmste. Seit wann machst du das? Das weiß ich nicht. Irgendwann ist es mir aufgefallen. Da war es schon zu spät. Ne? Da war es schon so in mir verankert, dass ich das nicht mehr retten konnte. Entschuldigung. Ich muss mal kurz da drüber kommen. Das ist auch richtig eklig für dich, muss ich ehrlich sagen. Ja. Das ist auch viel unangenehmer, ist auch, wenn du im Flugzeug zum Beispiel sitzt und die Leute neben dir gucken, dann war du. Oh, ist das schrecklich. Ich glaube, wir wären kein glückliches Paar. Du würdest ausrasten bei mir. Hör damit auf! Du machst mich irre. Aber ich finde das auch so, Leute, weißt du, die im Café lesen, so, auch so Bücher immer so lesen. Und die haben, also, aber du bist ja vom restlichen Bild nicht so wie die Leute, die so sind. Wo ich das wirklich auch ein bisschen ekelhaft finde manchmal, muss man sagen. Ja, und du kannst aber nichts dagegen machen. Halt, nee, weiß ich nicht. Man müsste halt weniger arbeiten. So. Aber das ist halt auf der anderen Seite auch schwierig, weil man da manchmal auch da ja gar nicht so drinsteckt. Ne? Teilweise hat man ja eher das Gefühl, man ist in so einem Hamsterrad und läuft. Weil es irgendwie so, weil es halt gerade wirklich läuft. So, man muss sich bewegen, damit das sich alles weiter bewegt. Aber ich hoffe einfach, dass ich ab einem gewissen Punkt weniger arbeiten kann und dann viel mehr für sie da bin. Glaubst du, dass dieser Punkt kommen wird? Ja. Oder glaubst du, das ist nur quasi vorgeschoben zu sagen, jetzt läuft's halt gerade und jetzt muss man es mal. Was machst du, wenn es die nächsten 30 Jahre so läuft? Dann hast du nie die Chance. Ich würde mal sagen, ich bin ein ganz fauler Mensch. Ja? Ich glaube, die nächsten 30 Jahre werde ich nicht so arbeiten wie ich jetzt. Das kann ich gar nicht. Hast du dir ein Renteneintrittsalter vorgenommen? So mit Anfang 40? Nee. Das wäre gut, ne? Das wäre mein Leben. Du guckst ja nicht auf deinen Kontostand, aber check das doch mal. Vielleicht geht das ja. Nee, das glaube ich nicht. Aber kurz überlegt. Warte mal. Die Idee ist gar nicht so blöd. aber das Ding ist halt einfach, dass man. Ich habe gerade wirklich so gemacht. Das ist auch so. Ich auch, aber ja, ich bin müde. Bei dir geht das. Ich würde einfach wirklich ab einem gewissen Punkt, glaube ich, weniger arbeiten wollen und kriege das, glaube ich, auch sehr gut hin. Ja? Ja. Wann denn? Wann ist denn das? Also ich bin jetzt 34. Ich glaube, so 5-6 Jahre sollte man schon noch Gas sind doch geben. Anfang 40. Nein, aber einfach dann so ein bisschen. Man muss ja ehrlich sagen, so das, was wir jetzt machen, und da schließe ich Klaas mit ein, das kannst du ja auch. Mit 40 würde ich jetzt nicht mehr um die Welt fliegen und ja, das hast du gesagt. Du hast gesagt, du kannst in den nächsten 5 Jahren, also in 5 Jahren kannst du nicht mehr. Warte, ich hab's gleich, was du gesagt hast. Du weißt es ja wahrscheinlich schon wieder nicht mehr. Nee. Kannst du dich nicht mehr von Eishockey-Spielern umfahren lassen und du kannst nicht mehr aus einem Flugzeug ohne Fallschirm springen. Sondern? Weiß ich nicht. Irgendwas machen, was dann halt anders, was sich so entwickelt. Ich glaube, das Schöne ist ja wirklich auch so, dass man nie forciert hat, in diesen Beruf zu kommen, sondern dass es auch irgendwie passiert. Und in diesem Beruf hat es ja auch nie den Plan gegeben, so ich möchte unbedingt diese Sendung namens Zirkus Halligalli machen und will unbedingt mit Klaas arbeiten und das, was wir da, das ist ja alles so gekommen. Sowohl für ihn als auch für mich. Es passt einfach glücklicherweise. Und es hat irgendwo anscheinend auch einen Nerv der Zeit getroffen und deswegen funktioniert es auch ganz gut. Aber genauso glaube ich, dass da irgendwann dann der nächste Schritt auch kommen wird, aus einer logischen Entwicklung heraus. Also dass das ganz
klassisch evolutionär stattfindet. Und glaubst du an Schicksal? Glaubst du, dass das alles zufällig passiert ist? Oder glaubst du, dass du schon mit deinen Entscheidungen oder Dingen... Ich habe manchmal so einen ganz absurden Gedanken, weil du es eben auch, also ich bin halt ohne Mama groß geworden. Manchmal glaube ich, dass meine Mutter schon irgendwie da so ein bisschen, wo auch immer sie ist, da die Fäden zieht. Mhm. Und dass das quasi, weil ich halt das Pech hatte, ohne Mutter groß zu werden und auch nie eine Mutter dann nochmal ins Leben gekommen wäre als Freundin meines Vaters oder so, glaube ich, dass dieser Nachteil, das ist auch total abergläubig in einer Art, aber dieser Nachteil, den ich da hatte, mir jetzt zum Vorteil in meinem Berufsleben zuteil wird, zugutekommt. Es ist aber kein Ausgleich. Nee, es ist null ein Ausgleich. Das ist auch, ich würde, auf Gott, mir fällt es immer schon mittel, ich bin mittlerweile in einem Alter, da werde ich emotional, wenn ich darüber rede. Hey. Ich bin eine ganze Zeit, war ich da echt cool mit, aber ich Warum würde alles... Warum hat sich das wieder verändert? Weiß ich nicht. Ich glaube, weil man, vielleicht auch, weil man selber Vater ist und weiß so, was das wirklich bedeutet, so beides zu haben. Und man sich einfach wirklich wünschen würde, ne? Ich würde alles, was ich habe, würde ich dafür hergeben, wenn ich meine Mutter haben könnte. Hm. Hast du Momente, wo das am schwierigsten ist? Zum Beispiel, wenn man sagt, guck mal, ich habe jetzt ein eigenes Kind und ich hätte so gerne, dass es die Total, Oma ja. kennenlernt. Oder dass es man nochmal Tipps gibt oder dass man einfach nochmal eine Frage, eine alltägliche Frage stellen kann. Oder dass sie den Erfolg jetzt miterlebt oder dass sie dich montags im Fernsehen sehen kann. Alleine einmal einen Satz von ihr zu hören, dass sie stolz auf mich wäre oder sowas, ne? das würde mir alles geben. Mhm. Aber ist das so, dass du das eigentlich tief in deinem Inneren weißt? Also, dass sie stolz auf mich? Ja. Das glaube ich schon, ja. Ne? Ja, ich weiß nicht, ich hab wirklich die perverseste Erinnerung, weil wir in Finnland im Urlaub gewesen sind, ich habe so viele Nutella-Brote gegessen, dass ich Verstopfung bekommen habe. Und meine Mutter, die Geschichte ist auch schon in die Annalen der Sendung eingegangen als die Nutella-Geschichte. Und meine Mutter hat mir einen Einlauf machen müssen im Urlaub. Nutella. Das ist wirklich so eine der letzten Erinnerungen, die ich an sie habe. Das ist komisch, dass das geblieben ist. Ich habe auch noch ganz viele andere Erinnerungen, die ich aber jetzt für hier als zu privat empfinden würde. Ja. Aber das ist so eine Erinnerung, das finde ich absurd. Dass diese, ich kann wirklich diesen Moment emotional für mich herstellen, wie ich mich an diesem Tag gefühlt habe. Ich kann an diesem See in Finnland, dass da ein kleines Feuer war und ich dann mit der Luftpumpe Wind reingemacht habe, damit das größer wird. Das weiß ich alles noch. Und dass meine Mutter irgendwann sagte, sag mal Junge, was ist denn da los? Du warst der Tage nicht auf Klo. Und dann habe ich abends solche Bauchschmerzen gekriegt, dass ich, meine Mutter war Kinderkrankenschwester und dann hat sie mir einen Einlauf gemacht im Urlaub. Krass. Ja, das war krass. Eine Riesensauerei. Ja. Oh Mann. Und woran ist sie gestorben? Brustkrebs hatte die. Und das war halt zu dem Zeitpunkt, glaube ich, wo das, heute ist es, glaube ich, auch schwierig, das so zu besiegen, aber damals war es halt einfach so, da war diese ganze Forschung und Entwicklung noch viel, viel, viel mehr in Kinderschuhen als jetzt. So, das ist auch, was da an Dosierungen, glaube ich, von Medikamenten etc. verschrieben wurde, so, das war, glaube ich, bei ganz vielen einfach nur eine Frage der Zeit, bis dann der Exitus eintritt, wenn man das so formulieren möchte. Und was hat das für eure Familie bedeutet? War das... manchmal schweißt das Familien ja sehr zusammen und bringt sie auf sowas zurück, was es im Kern dann eigentlich auch ausmacht? Oder war das eher so was sehr Belastendes? Es gibt ja auch, dass man als Familie dann quasi so, dass es so schwierig ist, einen neuen Weg zu finden oder dass man da so in die Einzelteile zerfällt, die dann übrig geblieben sind. Das war eher anders. Mein Vater hat sich in die Arbeit gestürzt. Meine eine Schwester hat Reis ausgenommen. Die hat dann sich Jobs im Ausland besorgt und die andere Schwester hat sich halt um mich gekümmert. Und das war dann so, also Familie. Und was hast du gemacht? Rumgehurt. Ich bin wirklich rumgelungert. Ich hatte eine ganz schlimme Freunde in der Jugend und kann bis heute meinen Vater sehr gut verstehen, dass er gesagt hat, das ist kein guter Umgang für dich, Junge. So wirklich die ganz schlimmen Typen, die mit 16 Wohnmobilen geknackt haben und dann in Autounfall verwickelt waren, weil sie illegal Auto gefahren sind und so. Also es ist wirklich mit so die richtigen Hardcore-Typen, die heute teilweise auch im offenen Vollzug leben und so. Hast du eine kriminelle Vergangenheit? Nee, habe ich nicht. Ich hab mich bei solchen Sachen immer rausgehalten, weil mir das dafür hatte ich zu viel Respekt vor dem Ärger, den ich von meinem Vater bekommen würde, dass ich mich an solchen Momenten dann immer rausgezogen habe. Weil irgendwann hat mein Vater mich sogar in ein Internat gesteckt, weil er nicht mehr die Kontrolle über mich hatte. Echt? Und das alles so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist zu Hause. Weil halt auch niemand so richtig da war. Weißt du? Er war halt immer unterwegs. Meine Schwester
kann ich auch verstehen, wollte auch nicht Babysitter spielen. Dann gab es Au-pair-Mädchen und dann gab es halt irgendwann die Entscheidung, dass der Junge vielleicht lieber auf eine Schule geht, wo er den ganzen Tag betreut wird. Und was hat dir dann den Dreh in die andere Richtung gegeben? Hast du dich dann quasi irgendwann selber erzogen oder selber den Knall gehört oder was war das dann am Ende? Ich glaube, man ist einfach älter geworden. Also das hört sich ja so altklug an, weil mit 16 ist man nicht an dem Punkt, dass man sagt, so, jetzt habe ich es verstanden. Aber das ging dann so ein bisschen mit dem Abitur los, dass man gemerkt hat, jetzt kommt so der nächste Schritt und was ist das nächste? Und man hat gemerkt, dass man sich da reinhängen muss, damit da irgendwas draus werden könnte. Und da war man ist halt auch sehr früh sehr selbstständig gewesen. Ne? Also ich habe mit 14, 15 konnte ich mich selber verpflegen, eine Woche lang, wenn ich musste. Und ich glaube, dass es auch so ein bisschen daher vielleicht gekommen ist, dass man halt vielleicht etwas früher, nicht erwachsener, aber etwas reifer war zumindest. Was hast du heute für ein Verhältnis zu deinem Vater? Ich würde sagen, ein gutes. Bist du sicher? Ja, das ist mein Vater und ich, ich glaube, wir lieben uns beide sehr. Aber mein Vater ist nicht der Typ, der es zeigen kann. Vielleicht bin auch ich deswegen gerade so ein emotionaler Hansel, der dann irgendwie alle Leute über umarmen will und so, weil ich halt genau das nicht möchte. Dass man halt so, bis heute ist ihm noch nicht der Satz über die Lippen gegangen, so, ach krass, was du da auf die Beine gestellt hast, Junge. Nein? Nee. Hat er nicht gesagt? Aber also auch der Papa hat nicht gesagt, ich bin stolz auf dich? Nö. Oh, ja, wäre es dir heute noch wichtig, dass er das sagt? Oder ist es mittlerweile egal? Nö, ich würde mir auch wünschen, dass es so ein richtig gutes Vater-Sohn-Verhältnis gäbe. So, aber das ist da, das ist auf eine andere Art so, das ist auch komisch, ich will jetzt gar nicht sagen, dass wir ein schlechtes Verhältnis haben, so, aber es ist halt nicht so das Verhältnis, ja, es ist halt nicht so unkompliziert cool, so. Mhm. Aber ich kann meinen Vater auch um Rat fragen, also es ist nicht so, dass, hab mir sogar mal, dass ich sehr gefreut hat, dass ich ihn da um Rat gefragt habe. Und das hat mich gerade sehr gefreut, dass du mich angerufen hast. Und das war für meinen Vater schon so, das kam einem Kuss gleich, wo ich dachte so, wow, das ist ja ein geiles Gefühl, das kenne ich ja gar nicht. Oh, herzlich. Ey, jetzt habe ich dich lange gequält. Wir sind hier so lange gelegen, bis die Sonne rauskam. Jetzt können wir ja auch gehen. So, jetzt können wir uns ja wo irgendwo hinlegen, wo es schön wird. Ist auch geil, wenn es jetzt noch schönes Wetter werden würde. Ne? Dann machen wir das alles aber nochmal. Aber ist doch, ich finde, wir haben uns echt gesteigert, oder? Ja, total. Ich meine, da ist fast die Sonne zu sehen, ja? Ein blauer Schleif am Horizont. Sensationell. Ich finde es krass, was du dir alles wahrscheinlich durchgelesen hast, ne? Also hast du wirklich so Sachen durchgelesen zu meiner Episode? Du meinst, ob ich vorbereitet bin? Ja, ich bin immer sehr gut vorbereitet. Das merkt man aber auch. Ja, du. Nein, aber es gibt wirklich, ne? Es gibt so Interviews, wo man sich so durchquält. Ich könnte aber noch Stunden weiter mit dir laufen, weil ich habe total Spaß, dir die Sachen zu erzählen. Ich würde gerne wissen, wie du mich jetzt in dieser, wenn wir hier liegen, wie du mich drücken. Jetzt... Drücken. Es war mir so. Ein Fest. Danke, danke. Gleichfalls. So, machen wir die Dinger hier aus, ne? Wir haben jetzt noch ein bisschen was zu tun. Das war schön.